Hallo, liebe Pilzfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Heute geht es um eine der schönsten Arten überhaupt. Ja, und das ist das samtige Pfifferling. Das samtige Pfifferling erscheint im Laub oder im Mischwald. Es handelt sich um einen standorttreuen Symbiosepilz, der vom Frühsommer bis in den späten Herbst hinein erscheint. In Deutschland ist diese Art relativ selten und steht sogar auf der roten Liste der bedrohten Arten. Regional ist diese Art aber durchaus häufiger zu finden. Bei uns in den Landkreisen Mühldorf und Altötting in Oberbayern ist die Art vor allem in den Buchenmischwäldern sehr, sehr weit verbreitet. Der samtige Püfferling hat leider sehr dünnes Fleisch, weshalb sich das Sammeln der Art, wenn überhaupt, nur bei sehr großen bzw. wirklich ausgewachsenen Fruchtkörpern lohnt. Rein geschmacklich betrachtet wäre die Art ein wunderbarer, sehr aromatischer Speisepilz. Es ist allerdings auf alle Fälle darauf zu achten, die Art aufgrund der Seltenheit in Regionen ohne Massenvorkommen besser zu schonen. In Regionen, in denen der samtige Pfifferling jedoch, wie bei uns, massenhaft gefunden werden kann, spricht aus unserer Sicht nichts dagegen, einen kleinen Teil der Funde auch zu sammeln. Ja, was macht den samtigen Pfifferling so ein bisschen aus, beziehungsweise wie kann man den samtigen Pfifferling von anderen Pfifferlingsarten denn unterscheiden? Ja, im Gegensatz zu anderen Pfifferlingsarten ist der samtige Pfifferling extrem dünnfleischig und klein. Der samtige Pfifferling sieht nur von oben betrachtet dem schwachgiftigen falschen Pfifferling außerdem ja schon fast extrem ähnlich. Eine Unterscheidung mit dem falschen Pfifferling ist je nach Standort des samtigen Pfifferlings nur möglich, wenn man den Fruchtkörper entnimmt. Vor allem auf der Hutunterseite wird der Unterschied zum falschen Pfifferling dann aber sehr deutlich. Wie alle Pfifferlinge besitzt auch der samtige Pfifferling Leisten und keine Lamellen. Außerdem ist das Fleisch des samtigen Pfifferlings weißlich und nicht orange gefärbt wie beim falschen Pfifferling. Der samtige Pfifferling kann einen Hutdurchmesser von maximal 8 cm erreichen. In der Regel kommt der Hutdurchmesser aber nicht über 4 bis 5 cm hinaus. Die Hutoberseite ist für die in der Regel relativ deutlich gelblich gefärbten Pfifferlinge etwas untypisch dunkel gefärbt. Die Hutoberseite ist nämlich maximal orangegelb, eher orange bis teilweise sogar fast orange-rötlich gefärbt. Die Hutform ist dazu im Gegensatz typisch pfifferlingsartig, also trichterförmig. Die Hutoberseite fällt namensgebend sandig und der Hutrand wellig aus. Auf der Hutunterseite befinden sich beim samtigen Pfifferling etwas heller, orangegelblich bis gelblich gefärbte Leisten, die weit am dünnen Stiel herablaufen. Die Lamellen fallen gegabelt und faltenförmig aus und wirken wie kleine Verästelungen am Hutfleisch. Wie immer bei Leisten lassen sich diese nicht vom Hutfleisch lösen. Das Sporenpulver ist weiß-gelblich gefärbt. Der Stiel des samtigen Pfifferlings ist orange-gelblich gefärbt, sehr zierlich und dementsprechend dünn. Vor allem zur Stielbasis hin kann der Stiel durchaus auch mal einen Farbverlauf von orange-gelblich an der Stielspitze zu weißlich an der Stielbasis besitzen. Der Stiel ist feinfilzig und nie hohl. Insgesamt fällt der samtige Pfifferling relativ zierlich aus und besitzt dementsprechend dünnes Fleisch. Das Fleisch ist in der Regel heller gefärbt als der Fruchtkörper, also weißlich bis weiß-orange-gelblich. Das Fleisch besitzt einen angenehmen, pilzig-süßlichen Geruch, der in der Literatur gerne auch mit obstartig umschrieben wird. Die Geschmacksprobe fällt wie für Pfifferlinge typisch etwas pilzig-pfeffrig aus. Verwechselt werden kann der samtige Pfifferling mit den verschiedensten Pfifferlingsarten, wie zum Beispiel dem echten Pfifferling, dem blassen Pfifferling oder auch dem violettschuppigen Pfifferling. Dabei ist aber zu beachten, dass der samtige Pfifferling wirklich sehr, sehr zierlich, sehr klein ist, ja, und die anderen Pfifferlingsarten deutlich stämmigere Fruchtkörper besitzen. Anbei hier nacheinander aufgereiht die verschiedenen genannten Pfifferlingsarten und ein direkter Vergleich von den Arten mit dem samtigen Pfifferling.
Ja, gerade beim Blick von oben könnte der samtige Pfifferling auch mit dem falschen Pfifferling verwechselt werden. Die Farben sind da wirklich sehr, sehr ähnlich. Wenn man sich die beiden Arten aber von der Hutunterseite anschaut, ja, dann wird der Unterschied sehr, sehr deutlich. Der falsche Pfifferling besitzt Lamellen und keine Leisten und einen eingerollten Hutrand. Ja, und der samtige Pfifferling besitzt Leisten und keine Lamellen und keinen eingerollten Hutrand. Ja, so viel zum Thema samtiger Pfifferling. Wirklich eine wunderschöne Pfifferlingsart. Ja, alleine diese dunklen Farben, diese zierlichen Fruchtkörper, macht immer wieder Spaß, sie zu finden. Ja, wie sieht es denn bei euch in der Region aus? Also bei uns in der Region, Landkreis Mühldorf und Altötting Oberbayern, es ist ja wirklich so, dass der samtige Pfifferling da teilweise echt ein Massenpilz ist. Wie sieht es denn bei euch in der Region aus? Ist die Art bei euch auch sehr, sehr häufig vertreten? Könnt ihr die selten finden oder kommt die vielleicht sogar gar nicht bei euch vor? Schreibt es gerne wieder in die Kommentare, würde uns wie immer interessieren. Zum Abschluss vom Video gibt es jetzt nochmal Detailaufnahmen vom samtigen Pfifferling. Da könnt ihr euch die Merkmale nochmal anschauen und sie euch einprägen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.